Hallo, heute erzähle ich euch von meinen Perlen des Glaubens, die meine Jugendlichen immer wieder bei der Firmung begleitet. Das sind ganz viele unterschiedliche bunte Perlen, die alle ihre eigene Bedeutung haben. Da gibt es die 6 Perlen der Stille, die immer wieder in unser Leben sein sollten, damit wir Ruhe finden und Erholung. Aber das Perlenband erzählt viel mehr. Es erzählt von Gott und von mir, wie wir beide, wie ich von Gott komme und von ihm ausgehe. Es erzählt von meiner Taufe in der Taufperle, wie Gott in mein Leben kam. Aber weil Gott in meinem Leben ist, heißt es nicht, dass ich ein einfaches Leben führe. Nein, auch wir erleben als Christen immer wieder Wüstenzeiten, Zeiten, in denen es nicht so einfach ist, in denen es nicht so rund läuft. Dafür steht diese Wüstenperle. Aber es gibt auch die Zeiten, da läuft's. Da ist Erholung, Entspannung, da darf ich gelassen sein in Gottes Gegenwart. Aber was ist ein Leben ohne Liebe? Dafür stehen die beiden Perlen der Liebe, der Gottes- und der Nächstenliebe, der Selbstliebe und der Nächstenliebe. Dafür stehen die 2 Perlen. Und wer hat es nicht? Jeder von uns hat die kleinen und großen Geheimnisse im Leben. Da gibt es mein Geheimnis, da gibt es das Geheimnis des Freundes, was ich nicht weiter erzählen darf, oder das Mysterium der Natur oder von Gott. Und das Perlenband erzählt auch von den traurigen Momenten, von der Perle des Todes, wenn wir verabschieden müssen von uns, von einem lieben Menschen. Aber Gott sei Dank bleibt es nicht dabei. Es gibt noch die Perle der Auferstehung. Das Leben geht weiter, wieder zurück zu Gott. Aber was hält unser Perlenband hier auf Erden zusammen, wenn wir Menschen hier sind auf Erden und Gott dort oben? Da denke ich doch an das Wort Jesu, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage eures Lebens und in wenigen Tagen werdet ihr schon meinen Beistand erfahren. Und diesen Beistand, so nennen, sagen wir, ist es der Heilige Geist, der unser Leben zusammenhält, uns begleitet durch allen Höhen und Tiefen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer Marco.